Ich bin von Haus aus Pianist und habe mich mein Leben lang mit Schmuck befasst. Habe immer selbst Schmuck gemacht, beim Goldschmied gelernt und habe dann gedacht, ich könnte das kombinieren und ich könnte Schmuck und Musik zusammenbringen. Bei der zweiten Folge von Bijou et Musique ging es um Ladies' Choice, also es ging um weibliche Designerinnen. Und dann gab es so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis. Ich habe eine berühmte Modezeitschrift durchgeblättert und da war ein Teil dem Dolce Vita Italiana gewidmet. Und da war eine junge, hübsche, aber sehr magere und sehr bleiche Dame, die das Dolce Vita verkörpern sollte. Und ich habe gedacht, das stimmt etwas nicht. Also es fehlt mir Lebensfreude, Sinnlichkeit, was für mich unabdingbar zur Mode, auch zur Musik natürlich und zum Schmuck sowieso gehört. Und deshalb wollte ich die dritte Folge unter dem Titel haben, Joie de vivre, Lebensfreude. Madame la Comtesse et ses trois amis. Es ist eine Vor-dem-Ball-Szene, frühe 20er Jahre. Die Damen tragen Roben aus dieser Zeit, sie tragen Cape, sie haben alle einen Fächer und sie tragen Schmuck von mir. Nun ist es bei mir so, dass ich sehr viele alte Dinge wiederverwerte. Da sieht man zum Beispiel dieses Collier. Das sind silbervergoldete Perlen, 18. frühes 19. Jahrhundert. Von alten Ketten und alte tschechische Glasblätter, die ich dazwischen gehängt habe. Und dazu wird Astrid Posamenterie aus dem 18. Jahrhundert tragen, was ich ganz hinreißend schön finde. Das waren Quasten, die man so um 1760, 1770 in ganz vornehmen Haushalten an den Vorhängen hatte. Erika wird ein feines Collier von mir tragen. Das sind alte geblasene Glaskugeln, dazwischen auch silbervergoldete Teile und silber- und vergoldete Kettchen, die das Ganze so etwas spielerischer machen. Das ist ein Ensemble mit Swarovski-Kristallen von ca. 1960 und ich habe eine alte Kette mit diesen vergoldeten Teilen auseinandergenommen und diese Swarovski-Kugeln hineingesetzt und habe dann noch die passenden Ohrringe gemacht, sodass die Dame ein Ensemble hat. Was beim dritten Bijou et Musique noch verstärkt ist, im Gegensatz zu den ersten zwei, das sind die historischen Kostüme. Und der Theateraspekt hat sich auch noch mal verstärkt. Also es wird diverse Szenen geben, die wirklich lustige Theaterminiaturen sind. Das ist noch mal herausgearbeitet worden. Trifari war die größte amerikanische Firma, ist es immer noch, meines Wissens, und hatte viele Jahre einen hervorragenden Chefdesigner, nämlich Alfred Philipp. Und er hatte dieses Feeling für sehr kostbar aussehenden Schmuck in originellen Kombinationen und hat, ich glaube, 38 Jahre lang für Trifari gearbeitet. Von ihm stammt zum Beispiel dieses zauberhafte Sternencollier, 1949 entworfen. Oder das Collier Waves, Wellen, das sich ganz wunderbar anschmiegt. Also man kann das wirklich um den Hals legen wie eine Welle. Die vielleicht berühmteste Serie nach Alfred Philipp stammt von Diane Love. Und von ihr stammt dieses Bacchus-Modell. Man sieht, es ist wesentlich größer als die älteren Teile, typisch 70er Jahre mit geschwärztem Metall dazwischen, vergoldeten Ketten. Aber auch dieses Teil ist sehr bekannt, es ist in vielen Museen in Amerika und ich freue mich, dass wir es zeigen können. It's a spectacle of great taste.
Die Damen, die so-called Damen, are wonderful. They move elegantly. The jewelry was, like all the rest, of a great task. The information, all what you say on internet, is there. Mm-hmm. But here must be the way of interpreting, mm-hmm. of exactly. Distinguish between true and false and so on, you know. Mm-hmm. But the procedure of studying medieval manuscripts and costume jewelry as method, mm-hmm. is the same. Yeah. Is true. The same. Das dritte Kapitel heißt Souvenir de Malmaison. Da kommen zwei Dinge zusammen. Das eine ist, dass ich in Paris vor etwa einem Jahr eine Dame kennengelernt habe, die eine ganze Sammlung von alten Passementerien hatte. Also das sind Quasten und Troddeln. Und ich habe ihr das abgekauft und gedacht, man müsste daraus Schmuck machen. Und war dann etwas später zu einem verlängerten Wochenende eingeladen und ich habe mir gewünscht, Malmaison zu sehen, das Schloss von Joséphine de Beauharnais. Und ich habe mir die Fester dort vorgestellt und so ist diese Szene entstanden. Das kann man sich also etwa so vorstellen. Das ist eine Tulpe unten, das ist alles mit Seidenfäden überzogen und das habe ich dann gefasst und passende Ketten gesucht. Und es gibt immer auch passende Ohrringe, das sind zum Beispiel riesige. Das sind auch die Ohrklipse antik. Bei Joséphine hing so etwas unten am Sofa oder an der Vorhangquaste und jetzt kommt das an die Ohren. Aber es ist eine unglaubliche Handarbeit, also es würde heute niemand mehr so machen. Also da habe ich noch goldene Eicheln dazu gehängt und eine solche Quaste und dann gibt es passend auch wieder die Ohrringe dazu. Die Geschichte des amerikanischen Modeschmuckes ist natürlich auch eine Geschichte der europäischen Einwanderer, insbesondere häufig jüdischer Einwanderer, die aus Europa fliehen mussten. Die nächste Firma ist Joseph Mazer. Das waren russische Brüder, die nach Amerika ausgewandert sind, dort eine Firma gegründet haben und sehr hochwertigen Modeschmuck hergestellt haben. Und da ist das vielleicht berühmteste Beispiel aus der Firma Mazer, dieses Collier mit dem Auge, weil das natürlich sehr an den Surrealismus erinnert, an Dali erinnert. Das gab es auch in Broschenform und das hat sehr Furore gemacht. Mazer hat aber auch sehr klassische Colliers entworfen im Cocktailstil, der so in den 40er, 50er Jahren sehr in war. Das nächste Kapitel ist wieder eine Mischung mit verschiedenen Designern. Das nennen wir New York, New York. Da haben wir auf der einen Seite Schreiner of New York. Das war die Top-Firma eigentlich in den 50er, 60er Jahren. Sehr spezielle Steine. Also die Amerikaner sagen dem Art Glass. Also das sind meistens Steine, die schon mehrere Farben in sich haben. Immer gefasst, also nicht nur reingeklebt, sondern die Steine sind wie vom Goldschmied gefasst. Und bei den Ohrringen, die auch von Schreiner sind, sieht man etwas sehr Typisches, nämlich die Inverted Stones. Also Schreiner hat angefangen, die Steine verkehrt rum einzusetzen, bewusst. Und das hat einen sehr speziellen Effekt. Also normalerweise würde man, wenn das echte Steine wären, die genau umgekehrt, also die Vertiefung hinten und vorne den flachen Smaragdschliff. Und Schreiner hat das genau
umgekehrt gemacht. Dann gibt es einen sogenannten Choker. Das sind Halsbänder, die man direkt um den Hals schlingt. Das ist von Givenchy. Und da mag man sich ein bisschen wundern, weshalb Givenchy in New York vorkommt. Aber die Amerikanerinnen haben von Anfang an Givenchy sehr unterstützt, waren gute Kundinnen. Und er hat eine große Niederlassung in New York und hat dort auch sehr gut verkauft. Und dann haben wir noch zwei Colliers von der Firma Deluxe. Das ist 80er Jahre. Auch das eigentlich ein Europäer aus Amsterdam, der in New York relativ kurze Zeit hochwertigen Modeschmuck gemacht hat. Da gibt es jetzt auch das Armband dazu, das außen verkupfert ist, innen weißes Metall, damit der Arm nicht schwarz wird, außen Kupfer und auch sehr originelle Steine, die alle individuell gefasst sind. Als nächstes kommt im Programm eine ungarische Hochzeit und dazu inspiriert hat mich Sándor Goldberger, das war auch ein Emigrant, ein Ungare, der in Amerika zuerst so ein bisschen im Art Deco-Stil entworfen hat, wie dieses hier. Auch sehr witzig und originell finde ich, weil der Stein durch den Stein durch eine Fassung geht mit der Blüte. Das würde ja niemand mit einem echten Stein sich je getrauen und das ist eben der Witz, dass man das mit Modeschmuck machen kann. Man kann sich zu Dingen hinreißen lassen, wo der Goldschmied sich bekreuzigen würde davor und das hat er durchaus gemacht. Das andere Sándor Collier haben wir im Programm als Duchess of Windsor Style. Sie war natürlich die Mode-Ikone der 30er, 40er, 50er Jahre. Die Amerikaner sagen dem Faux Jade, also falsche Jade aus Glas und wunderschön so mit barocken Voluten mit grünen Steinen ausgefasst. Als drittes haben wir von der Firma Napier, auch eine große amerikanische Firma, ein ganzes Ensemble mit Kette und Ohrklipsen, und zwar aus der frühen Zeit. Viele Firmen haben sehr fulminant begonnen und mussten dann irgendwann rechnen, mussten Billiglinien eröffnen, damit sie überleben konnten. Aber in der frühen Zeit haben die wunderbaren Schmuck gemacht. Vor allem auch die Ohrklipse, die schmiegen sich so wie eine Volute dem Ohr an und sehen sehr schick aus. Sándor had a female designer from Guyana. But he signed Sándor, early Sándor Goldberger, and later Sándor. But a patentee is not just a man who signed the paper. He was all the responsible of the firm, all the responsible of design. Wir hatten in der letzten Show Lydia Coppola, die wohl berühmteste italienische Schmuckdesignerin des 20. Jahrhunderts. Ihr Schmuck ist sehr leicht erkennbar. Das ist bei Giuliano Fratti nicht so. Giuliano Fratti hat angefangen mit Gürteln, mit kleineren Teilen, Schuhschnallen, ist dann relativ bald auf Schmuck umgestiegen. Und er hat versucht, alles zu bedienen, also jeden Geschmack, jede Stilrichtung. Es gibt Stücke, die eher Art Deco-mäßig aussehen. Es gibt Stücke wie diesen wunderbaren Murano-Glas-Kragen in Rot. Sehr typisch natürlich für die späten 50er, frühen 60er Jahre. Also kann man sich gut die Gina Lollobrigida da vorstellen in so etwas. Und es gibt einen ähnlichen in Grau und Türkis mit bemalten Porzellanperlen. Das ist auch eine Spezialität von ihm, dass er... Es gibt eigentlich kein Material, was er nicht verwendet hat. Er hat Stroh verwendet, er hat Glas, er hat Keramik verwendet, er hat vergoldetes Metall natürlich verwendet. Sehr zauberhaft dieses Schmetterlings-Sautoir.
etwas länger diesmal mit zwei Schmetterlingen. Und dann am imposantesten etwas später, 60er Jahre, wir nennen das Nofretete-Kragen, sind alles gefasste, hochwertige Straßsteine. Verschluss integriert, also wenn man das trägt, sieht fulminant aus, das wird man in der Show dann sehen. Fischermädchen, treibe den Kahn ans Land. Komm zu mir, setz dich nieder, wir kosen Hand in Hand. Leg an mein Herz dein Köpfchen. Dann kommt eine Szene, da geht's um die Szene. Vertraust du dich doch sorglos? Und die drei Damen werden alle drei als Fischermädchen kommen, teilweise im Petticoat. Da gibt es ein De Nicola. Fischset. Sturm und Ebb und Flut und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht. Es gibt einen Coro Fischhaken, also es nennt sich Fischhook, der Fischerhaken, was sie alles gefangen hat. Sie hat Fische, Muscheln und auch ein bisschen Steine gefangen. Coro ist die zweitgrößte amerikanische Firma, Kuhn und Rosenberger. Das dritte ist auch etwas sehr Faszinierendes, das ist Kramer of New York. Das ist eine Firma, die sehr hochwertigen Schmuck gemacht hat und damit Dior überzeugt hat. Dior hat seinen amerikanischen Schmuck von Kramer herstellen lassen. Dieses Collier stammt aus den 50er Jahren und die Steine sind alle mit einem Netz überzogen. Deshalb kommt es bei uns in der Fischerszene. Den trotzigen wilden Sinn. According to another important designer of Coro, Gene Verrecchio, Coro had a large staff of design. Maybe Verrecchio was also the chief of the design staff, but Katz was the responsible of the design. Yeah. So maybe he didn't hold the pencil, but he said, this is right, this is no. This year we will make the birds, the other one we will make butterflies. Come. In Frankreich gab es natürlich viele Parures, die für die Haute Couture gearbeitet haben, aber es gab zwei, die sehr bedeutend waren. Das eine war die Madame Gripois, die war in der letzten Show stark vertreten. Und das andere war Louis Rousselet. Louis Rousselet hat schon, ich glaube, Ende der 10er Jahre, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg begonnen, war ursprünglich berühmt für seine Perlsachen. Dieses wunderschöne Perlenset mit den dazugehörigen Ohrringen. Mit diesen mandelförmigen Steinen und kleinen Perlen, alles in Metallarmaturen gefasst, auch handwerklich wunderschön gemacht. Dann gibt es ein Ensemble in einer wunderschönen kirschroten Farbe, typisch für Schmuck, den Dior verwendet hat zum Beispiel. Es gibt ein Calcedon-farbiges, etwas wuchtigeres Collier. Das erinnert mich sehr daran an den Schmuck von Suzanne Belperron. Sie hat Echtschmuck gemacht und hat sehr viel Calcedon verwendet. Das war damals unüblich, weil der Schmuck natürlich sehr teuer war und vornehme Damen Diamanten oder Rubine getragen haben. Und sie hat Calcedon eigentlich salonfähig gemacht und Rousselet hat das wahrscheinlich sofort aufgegriffen und den Calcedon aus Glas hergestellt. Und das letzte ist auch eine Besonderheit. Jadegrün. Und was hier besonders ist, das sind kleine Teile aus Leder. Und zwar ist das ganz hauchfein geflochtenes Leder dazwischen. Auch eine Spezialität, die ich so bei niemand anderem gesehen habe als bei Rousselet in dieser Zeit. Das ist so späte Art Deco-Zeit. Sie
C'était le soir, la rue était vermeille. Et le soleil se couchait au dehors. Tu fis venir. Das nächste Kapitel ist Vendôme gewidmet. Und da denkt man so spontan natürlich an die wunderbare Place Vendôme in Paris. Das ist sicher auch im Namen so gedacht. Vendôme war aber die kanadische Edelmarke von Coro, wo wir vorher den Fischhook gesehen haben. Coro hatte ganz viele Untermarken und es gab eben diese eher hochpreisige und vornehmere kanadische Linie mit dem französischen Namen. Alle Stücke sehr, sehr schön gearbeitet. Hier sieht man ein Collier mit smaragdgrünen Gabochons und dazwischen die sogenannten Aurora Borealis Steine, die wurden 1953 von Swarovski kreiert und patentiert, die heute immer noch sehr beliebt sind, weil sie wunderbar funkeln in allen Farben. Traumhaft, dieses in Rosa und da sieht man auch hinten diese wunderschöne Verarbeitung, alles durchbrochen, vorne die großen Steine gefasst und die sind matt geätzt und dann geschliffen. Also ein aufwendiges handwerkliches Verfahren. Und entsprechend kostspielig war der Schmuck natürlich schon damals. Und das letzte hat wieder diese Aurora Borealis Steine, diesmal kombiniert mit großen Perlen und mit Blau. Und da gibt es Ohrringe, das ist das zweite Paar Ohrringe, die hat jemand umgeändert, das waren sicher früher Klipse. Und die Vorbesitzerin hat sie umbauen lassen als Ohrringe und wir werden sie jetzt auch als Ohrringe vorführen. Wir haben vier Colliers oder teilweise ganze Sets aus Dior's Lebenszeit. Dior hat ja nur 10 Jahre gewirkt, er hat 47 eröffnet und eine riesige Sensation kreiert mit dem New Look und ist 57 gestorben und aller dieser Schmuck stammt aus dieser Zeit. Und er hatte eigentlich in mehreren Ländern Hersteller, die für ihn in Lizenz Schmuck oder dann auch Hüte oder Schals oder so hergestellt haben. Zwei Stücke, die wir haben, sind vom englischen Lizenznehmer Mitchell Meyer. Etwas ist spannend bei diesem Collier. Das ist von Mitchell Meyer. Und da sieht man, dass die Signatur weggemacht worden ist. Und das hat folgenden Grund. Als Meyer Konkurs ging, hat Dior mit einer gerichtlichen Verfügung erreicht, dass alle Dior-Signaturen von Meyer-Schmuck entfernt werden mussten, der noch im Lager war. Weil das wurde natürlich, um ein bisschen Geld reinzuholen, Unterpreis verkauft. Man hat zuerst alle Signaturen weggemacht, bevor man das günstiger verkaufen durfte, dass nichts aus dem Hause Dior plötzlich zu Schleuderpreisen auf dem Markt landet. Bei diesem, was so ein bisschen wie ein Meergetier aussieht, da ist die Signatur noch drauf. Erstens ein guter Entwurf und zweitens sehr viel Handarbeit. Die beiden anderen Stücke, die wir zeigen, sind vom amerikanischen Hersteller. Den habe ich vorher schon erwähnt, das war Karma of New York. Also dieses, was den lustigen Namen Monseigneur hat auch Mitchell Meyer hergestellt für den englischen Markt und Cramer hatte die Befugnis, das für Dior. Es ist immer signiert mit Dior by Cramer. Und das letzte ist eine sogenannte Full-Parure, also da haben wir die Kette, die Ohrringe und das Armband. Das ist nämlich sehr selten, dass das alles noch erhalten und völlig intakt ist. Und das erinnert mich immer ein bisschen an Donizettis Lucia di Lammermoor mit diesen dunklen marmorierten Steinen, weil das so ein bisschen einen schottischen Aspekt hat. Jetzt gibt es einen Zeitsprung in die 80er Jahre. Da kommt ein anderer Name, der sehr wichtig ist im Modeschmuck, nämlich Kenneth J. Lane. Es gibt kaum irgendeinen Echtschmuck, den es nicht in Unecht von Kenneth J. Lane gibt.
Jackie Onassis hat ihn gefragt, ob er nicht das wahnsinnig opulente Collier von Onassis ihr kopieren könnte, weil sie möchte das Original lieber im Safe lassen. Und er hat regelmäßig den Schmuck gemacht für die großen Kostümschauen der Diana Freeland im Metropolitan Museum of Art. Das ist aber kein Fake-It, das ist quasi ein Original, ist eine Punkkette aus den 80er Jahren von Kenneth J. Lane. Das ist vergoldetes Leder vom Hersteller, der für Chanel Schmuck gemacht hat. Lagerfeld hat in den 80er Jahren eine Kollektion mit Leder und Nieten und Metallteilen machen lassen. Und häufig haben die Hersteller das dann für sich verwendet, haben entweder eine ähnliche eigene Kollektion oder sie durften einzelne Teile für Mitarbeiter kopieren ohne Signatur. Und das ist so ein Teil. Also es sieht aus wie Chanel, es ist aber nicht signiert. Und zu guter Letzt, wenn wir es von Bigger haben, kommt dieser Faun. Kopf innen hohl, also man kann das sehr gut einen Abend lang tragen, ohne dass einem der Kopf runterhängt, und sieht lustig aus. Dann, wer natürlich nicht fehlen darf, wenn ich sage, es sind hauptsächlich männliche Designer berücksichtigt, ist Yves Saint Laurent. Er war vor allem Fan und ein großer Anhänger von Chanels Schmuck. Und er hat vom gleichen Hersteller, den Chanel in ihren letzten Jahren hatte, Robert Gosson, hat er Jahr für Jahr Kollektionen herstellen lassen. Da gibt es zum Beispiel dieses große Herzcollier mit pfirsichfarbenen Steinen. Die sind natürlich alle signiert, die Stücke. Da gibt es dieses wunderbare Textilempfunden, also es sind in sich verschlungene Bänder, aber alles gegossen und hochkarätig vergoldet. Es ist sehr schön gemacht, auch Robert Gosson für Yves Saint Laurent. Es gibt auch Armband mit Ohrklipsen, da gibt es dann eine riesige Brosche dazu, die hängt an der Samtjacke. Und was ich mich besonders freue, dass ich das zeigen kann, das sind diese Ohrklipse. Saint Laurent hat, ich glaube 1988 war das, eine Kollektion dem Maler Georges Braque gewidmet. Und das sind die typischen Vögel von den Braque-Bildern, die hat er in Schmuck verarbeiten lassen von Gosson. Und da haben wir die Ohrklipse. Dazu wird Toni ein Collier tragen, das Saint Laurent nachempfunden ist. Das ist eine textile Quaste innen verstärkt, die man sich einfach so als Collier um den Hals hängt. '96 ist etwas passiert, was die Welt aufgerüttelt hat, ähnlich wie der Brand von Notre Dame kürzlich, nämlich das Teatro alla Fenice in Venedig hat Feuer gefangen. Es gibt es Gott sei Dank wieder, es wurde wieder aufgebaut, wunderschön restauriert. Darauf nehmen wir Bezug in dieser Szene. Da kommen dann drei reiche Gönnerinnen und bringen Geld, nachdem der Feuerengel das halb abgebrannte Theater verlassen hat. Ein italienischer Schmuckdesigner mit Namen Stefano Poletti, der in Paris lebt, hat Bezug genommen. Er war schockiert, als er die Nachricht bekommen hat und hat eine ganze Kollektion dem Teatro alla Fenice gewidmet. Und da haben wir dieses Collier. Das sind quasi zwei verkohlte Voluten von einer Loge und der Logenschlüssel einer Loge des Teatro alla Fenice. Dazu haben wir auch einen berühmten Designer, der eigentlich Architekt ist. Und das sieht man, wenn man das Collier sieht. Es ist Metall, das hochkarätig vergoldet ist, individuell geformt, von Hervé van der Straeten. Und wenn man das sieht, dann wird man mir glauben, dass Jessie Norman eine seiner sehr guten Kundinnen war. Also sie hat regelmäßig van der Straeten Schmuck getragen, weil das nämlich auch einer größeren, starken Frau gut steht, die etwas größeren Teile von
Hervé van der Straeten. Dann haben wir einen amerikanischen Designer, Tom Binns. Er hat angefangen, verschiedene Teile zu kombinieren, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, was natürlich jetzt sehr im Trend ist inzwischen. Er macht das aber schon 20, 30 Jahre lang. Also er hat wie unterschiedliche Ketten miteinander kombiniert. Auch sehr schön gefasste Steine, alles und eine witzige Idee. Und noch einmal Kenneth J. Lane, diesmal mit einem ganzen Ensemble mit Rosen, Ohrklipse und Kette mit Aurora Borealis, Swarovski-Kristallen und einer Rose in der Mitte. Recover elegance, recover taste, recover politeness is a breath of fresh air. And this evening I had a great breath of fresh air, of taste, of very beautiful music and a very beautiful person. Der langjährige Chefdesigner der Firma William Haskell, Robert Clark, hat einen Belgier kennengelernt, Robert Delillo oder eben Delilo, wie die Amerikaner sagen. Und die haben beschlossen, eine eigene Firma zu gründen und ganz oben einzusteigen. Also Modeschmuck für die Haute Couture, Modeschmuck für die High Society. Und es ist ihnen auch gelungen. Also viele Prominente haben sofort, sind darauf angesprungen und haben Delilo Schmuck getragen. Immer aufwendig gearbeitet, meistens größer. Da ist dieses Collier mit Anhänger. Man nennt das eine Torsade, diese vielen türkisen Stränge. Und wenn man das anhat, sieht man gar keinen Verschluss mehr. Also der Verschluss ist vorne versteckt, hinten hat es keinen Verschluss. Und dazu passend die gleichen Ohrklipse. Das zweite ist ein langes Sotwa mit rubinroten Steinen. Immer sehr schöne Vergoldung auch, muss man sagen. Und einfach sehr schön gearbeitet. Robert Clark und William Delillo haben auch Schmuck für Männer gemacht und das ist eine dieser Ketten. Und zwar sind das alles Schachkönige, die aneinander gehängt sind. Also wer das trägt, ist der Oberkönig sozusagen. Wir beenden das Programm in Venedig und da kommt vergleichsweise jetzt eher kleiner venezianischer Schmuck, aber immer natürlich in Murano von Hand gearbeitet. Das ist 20er Jahre in einer seltenen und sehr frechen Farbe, Orange, und mit Aventurin dazwischen, dieses glitzernde Gold, was die Venezianer sehr gerne verarbeiten. Dann sehr typisch für Venedig die kleinen Früchtchen. Solche Dinge werden zwar noch gemacht, aber sehr viel gröber und sehr viel größer. In dieser Feinheit kriegt man das heute nicht mehr. Diese Kette finde ich speziell schön. Das ist eigentlich typisches italienisches Art Deco, 30er Jahre. Alles handgeformt aus Murano-Glas. Und hier schließt sich nochmal ein anderer Kreis. Das ist nämlich Murano-Glas, aber von der Firma Vendôme, wie wir vorher kennengelernt haben, verarbeitet und auch signiert Vendôme, aber mit Teilen, also das in der Mitte ist Swarovski, aber diese granulierten blau-weißen Stäbe, das ist ganz typisch Murano. Ein Teil auch meines Anliegens ist es eben, Wertschätzung älteren Leuten, aber auch älterem Kunsthandwerk entgegenzubringen. Es geht mir aber auch darum, Qualität sichtbar zu machen. Und sichtbar zu machen, das ist ein Stück, das mit viel
Handarbeit, das wunderschön gefertigt wurde, das gut entworfen wurde. Und darauf kommt es eigentlich an. Musik.